Jo Leute, was geht? Wir sind hier in einem kleinen, ja, idyllischen Ortsteil von Chicago in Watch Dogs. Und total unauffällig gibt es hier ein Schild, ja, dass es hier geheime Pokerrunden gibt. Und natürlich jede Menge zu hacken. Illegales Pokerspiel. Wer hätte das gedacht? Einer von den Typen muss Tobias sein. Nehmen Sie am Spiel teil und schleusen Sie Tobias heraus. Wie soll ich den denn herausschleusen? Low Stakes Poker, das heißt also. Ja, Low Stakes. Was? Soll ich mal wichsen oder was? Buy-in 200. Okay. Ich spiel mit. Umschalt ist Tischinfo. Achso, da. 198, er ist im Big Blind, wir sind under the gun, sitzen wir quasi. Ja, so heißt die Position beim Poker. Ich habe jetzt gar nicht die, achso, 2-4. 2-4 under the gun, aber Peak und, ist das richtig? Beides Peak, okay. Was ist denn der Big Blind? 2. Dann raisen wir mal. Wer bist du? Ich kenne dich nicht. Ich kenne ihn nicht. Ganz ruhig. Bist du Tobias? Das geht dich nichts an. Ich nehme das mal als ja. Nein, nimm es als das geht dich nichts an. Gute Einstellung. Hat dich Blum deswegen gefeuert? Ach Mann. Ich hätte gerne noch ein bisschen weiter gespielt. Nehmen Sie Tobias gefangen, aber nicht töten. Okay. Scheiße. Ruf die Polizei! Wie kann ich den denn fangen? Außer ihm auf die Fresse zu hauen. Alter. Doch. Muss ich da echt so Sachen sprengen oder was? Oh fuck. Gib ihm keinen Grund, geht ihm aus dem Weg. Aber wenn ich so Sachen sprenge in seiner Nähe, dann verletze ich ihn doch und das soll ich ja nicht. Ja, das muss ich mir jetzt mal. Ach so, okay, so sollte das vielleicht gehen. Wenn ich denn irgendwas hacken kann hier vorher. Nein, bitte. Das ist gar nicht so easy hier, weil so nah komme ich da gar nicht ran. Verpisst euch doch mal. Okay, ja, so geht's. Also, ich brauche eine Sache. Und dann kannst du gehen. Nein, niemals. Die finden es raus. Ich bin keiner von denen. Warum sollte ich dir trauen? Weil ich es mir auch einfach nehmen könnte.
reicht mir nicht, Mann. Also gut. Ich arbeite nicht mit wem du denkst. Niemand muss von dieser Unterhaltung erfahren. Boah, sieht der Scheiß aus. Der Bunker ist isoliert. Abgeschnitten. Da ist kein Strom, kapierst du das? Das Ding ist praktisch eine Gruft. Okay, damit komme ich klar. Das war's von Anfang an, wenn man drüber nachdenkt. Eine Gruft. Jeder, der mit diesem Ort in Berührung kam. Wir stehen alle mit einem Fuß im Grab. Aber ich bin okay. Hier bin ich sicher. Denke ich. Klar. Tobias. Ich brauche den Brückenschalter. Bitte. Der ist von mir, weißt du? Dieser Kasten. Ja. So, was mache ich? Ich bastel. Großartig. Dann gib her. Ja. Fein. Sicher. Ja, nimm du ihn. Gut. Ist dein Begräbnis. Ist schwer, was? Glaub mir, Mann. Der wird immer schwerer. Hey, hör mal. Wenn du irgendwas brauchst, egal was, komm zu mir. Ich baue alles. Scheint so. Krass, wo wir jetzt hier stehen quasi, das ist ja nicht weit von dem Pokerhaus entfernt und wir haben ihn aber viel weiter erst gekriegt. Also hätte das Spiel vermutet, dass wir ihn viel eher stehlen. Ist ja auch witzig. Kaufen Sie bereits fertiggestellte Tools. Tobias Shop ist das einzige Geschäft, das Waren wie Jamcoms, Blackout und CTOS-Scans verkauft. Wohl. Mit einem Fuß im Grab. Mission beendet. Spiel vorbei. Ah, nee, doch nicht. Ich könnte leicht so enden wie Tobias. Ich werde von denselben Leuten gejagt. Scheiße, obdachlos bin ich ja schon. Aber er war irgendwie high oder so. Er muss vorsichtig sein. Er wird von Fixern gejagt. Wenn die ihn finden, wer weiß, was sie tun. Übrigens, Maurice hat eine Location ausgespuckt. Er ist sicher, dass du dort etwas finden wirst. Er meint, wenn du antworten willst, musst du seiner Spur folgen. Was auch immer das bedeuten soll. Aber vielleicht bringt's was, hm? Sicher. Das ist gut. Er will, dass ich seine Gründe verstehe. Irgendeiner muss mitspielen. Ich guck schon den ganzen Tag in dieselben hässlichen Gesichter. Wie? Mit einem Keks? Keine Ahnung. Heute sei kreativ. Ich erhöhe mal. Call. Der Flop. Der Typ sieht nach einem Hai aus. So. Kosten 1000. Ich will jetzt nochmal eine Runde Poker spielen hier. Ich habe ein gutes Gefühl. Big Blind 20. Wir sind schon wieder under the gun. Okay. Das ist doch was. 4-10. Ich sag Fold. Ey, du brauchst nicht Fold sagen, du brauchst die Karten einfach nur wegwerfen. Ich muss passen. Check. Der Flop. Leck mich am Arsch. Ich hab eine 10 weggeschmissen, ne? Ich checke. Check. What? Und der Turn? Da werde ich nichts mit gewinnen. Tja.
Ja, das ist beim Poker leider immer so langweilig, ne? Das dauert ewig, aber man muss halt auch mal immer so ein bisschen in die Gesichter gucken der Leute, wenn sie ihre Karten aufnehmen, was sie da für Reaktionen zeigen, ne? Okay. Sowas nennt man dann ein Tell. Bin raus. Nicht mit den Dreckskarten. Was? Junge 7. Also wir sind im Big Blind. Er hat gecallt. Wir sind im Big Blind. Wir müssen den verteidigen. Also werden wir nochmal so ein bisschen drauflegen. Na gut. Okay, ich calle. Aha. What? Und was haben wir da? Nichts. Aber er ist dran. Was, wieso ich? Ach so, weil ich im Big Blind sitze. Okay. Was ist im Pot? Im Pot sind 200. Also legen wir mal 200 drauf. Wow. Alles klar. Call. Was? Der traut sich was. Alles klar. Okay. Und hier der Turn. Wir haben nichts, ja. Wir haben absolut nichts. Aber wir gehen jetzt mal all in hier. Hätte ich beinahe gesagt. Muss man hier am Mausrad drehen, wie so ein Dover. Warum all in? Weil im Pot schon 610 sind und wir quasi uns Spiel jetzt was oder steig aus. Selber dazu gezwungen haben. Interessant. Schmeiß weg. All in. Aha. Jetzt sind wir natürlich, eigentlich deckt man jetzt auf. Oha, wir haben gar nichts, Alter, wir haben gar nichts. Was hat er? Er hat aber auch nichts, oder? Gut gespielt. Ein Ass. Ach, come on, Alter. Gut gespielt. GG. Ja, ich... Ich muss los. Ja, so verliert man 1000 Dollar. Aber in der Wirklichkeit, ne, wäre der... Na komm, wir brauchen noch einen Mitspieler für eine schöne... Wäre der auf jeden Fall rausgegangen mit seinem Ass. 11 Menschen starben, weil die Stadt die Kontrolle abgab. Ein Hacker zeigte die Schwachstelle im Netz. Hacker Raymond Canny ist ein Held, kein Terrorist. Chicagos CTOS ist angreifbar. Die Bürger sind angreifbar. Übernehmt Kontrolle. Decoriallo. Ach, jetzt müssen wir schon wieder dahin. Okay. Verbrecherkonvoi. Naja, da habe ich jetzt nichts mit zu tun, aber ich will hier wissen, wie es weitergeht. Die als digitale Trips bekannten, bewusstseinsverändernden Erfahrungen breiten sich aus. Sie sollen die Wahrnehmung der Umwelt erheblich verändern. Zurzeit sind sie noch legal, aber das wird sich sicher bald ändern. Die Behörden der Stadt untersuchen das Phänomen und könnten schon bald einen Verbotsantrag stellen. Ja, beim Pokern ist natürlich, sollte man sich nicht in so eine Situation bringen, dass man mit so einer Hand sich da quasi selber zum All-In committet. Also ja, so viel quasi reinbuttert, dass der Pot deinen eigenen Stack fast erreicht.
Aber im Regelfall wäre er ausgestiegen. Ja, ein normaler Spieler hätte mit dem Ass da nichts gemacht. Zumal da eine Dame auf dem Tisch lag und er davon ausgehen muss, dass ich halt eine Dame habe. Ja, oder halt ein total abgedrehter Spieler, der hätte das gemacht. Der meint mich zu kennen und dass ich solche Hände halt auch mal spiele irgendwie. Ja. Poker ist viel Theorie und viel Rechnen. Ja. Kurz noch Bushaltestelle auseinandergenommen. So, ich bin gespannt, was jetzt passiert. Ein fast leeres Plätzchen. Der Bunker. Clara glaubt wirklich an diese Legende. Und Tobias war ziemlich aufgeregt. Mythen interessieren mich nicht. Aber wenn ich Niki zurückkriege, soll's mir recht sein. Auch mich interessiert sowas schon, so Mythen. Ist schon witzig, sowas wirklich gibt. Hast du Tobias gefunden? Hab ich. Und? Wir spielten Poker, redeten ein bisschen. Was hat er gesagt? Clara, es gibt ihn. Hab ich ja gesagt. Geh nicht ohne mich rein, bin unterwegs. Keine Sorge, ich muss den Strom wieder anstellen und dann noch den Eingang finden. Ich seh dich dann. Genau, und das, liebe Leute. Oh, geil. Geile Skyline. Wenn du dich mal vernünftig hinstellen würdest. Das, liebe Leute, seht ihr in der nächsten Episode von Watch Dogs. Wie wir den Bunker aufschließen und schauen, was da drin ist. Bis dahin, bleibt fresh.